Das nenne ich mal Muskeln. 4.800 Euro. Einfach weg und das vor Weihnachten. Der Geldautomat kassiert sie einfach wieder ein und serviert Thomas Stumbeck aus München als Gegenleistung eine Quittung über genau 0 Euro. Klappe zu, Geld weg. Was jetzt? München-Grünwald. Ein ganz normaler Samstagnachmittag, 16 Uhr. Gastronom Thomas Stumbeck will seine Einnahmen am Bankautomaten einzahlen. 4.800 Euro. Doch dann geschieht etwas, das ihm ein schlafloses Wochenende bereiten wird. Als ich Samstagnachmittag um 16 Uhr einen Teil meiner Bareinnahmen von 4.800 Euro in den Bankautomaten steckte, war ich sehr verwundert, als ich nach ein paar Sekunden einfach eine Quittung bekam mit 0 Euro. Der Schock war im Clubski-Effekt. Man hat riesengroße Augen und weiß nicht mehr, was man sagen soll. Sein Geld ist weg. Aber der Beleg hat für diesen Fall auch gleich einen sachdienlichen Hinweis parat. Es wurden eventuell nicht alle Scheine verbucht. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihre Bank. Nur die Filiale hat geschlossen und eine Notfall-Hotline für solche Fälle hat die Bank nicht. Ich war dann eine Stunde weiter in der Bank und dachte, irgendwann muss doch das wieder aufgehen. Dann kontrollierte ich den Kontostand, es war nichts auf dem Konto. Nur der Beleg mit 0 Euro. Ein Albtraum. Und Stumbeck ist nicht der Erste, dem so etwas passiert. Das ist eine ganz große Schweinerei. Aber das hört man immer wieder von Banken, das, was nicht stimmt. Und um so einen Betrag, ich bin selber mal betroffen gewesen. Und nach 3 Monaten kam erst das Geld zurück. Aber was macht man dagegen, ist die Frage. Was kann man da machen? Eine berechtigte Frage, die auch Thomas Stumbeck seinem Rechtsanwalt gestellt hat. Wichtig ist für den Kunden im ersten Moment, seine Beweise zu sichern. Er muss letzten Endes nachweisen, dass er das Geld tatsächlich eingezahlt hat. Vielleicht steht ein Kunde hinter mir, neben mir, manchmal schaut ja einer über die Schulter. Vielleicht kann man dann sagen, Sie haben noch gesehen, ich habe Geld eingezahlt, dass man vielleicht Zeugen sichert. Wichtig ist auch bei der Bank gleich den Videobeweis anzufordern oder die Bank aufzufordern, auch das zu sichern. Geldautomatenpannen, keine Seltenheit. Und es kann auch andersrum laufen. Goran Teofilovic aus Basel hatte plötzlich zu viel auf dem Konto. 20,5 Millionen Franken, knapp 19 Millionen Euro. War die Augen groß und das kann nicht wahr sein. Ich bin wach und es hat noch einmal gedrückt, noch einmal, dritte, vierte Mal, immer kommt 20 Millionen auf Monitor. Aber der Chauffeur denkt keine Sekunde daran, etwas davon auszugeben. Irritiert wendet er sich an die Bank. Die Ursache? Ein Softwarefehler. Die Millionen wurden nur am Automaten angezeigt, nicht aber auf seinem Konto verbucht. Nach 6 Stunden ist der Kontostand wieder normal und Teofilovic leider nicht mehr Millionär. Thomas Stumbeck bankt knapp 2 Tage um seine 4.800 Euro. Dann erklärt uns die Bank auf Anfrage: Es handelte sich um einen technischen Defekt. Das ist nicht schön, kann aber passieren. Unsere Automaten stehen 24 Stunden am Tag bereit. Bei diesem Dauereinsatz ist niemand vor einem technischen Ausfall gefeit. Ich habe die Bank vor Monaten schon darauf hingewiesen, dass es bei einem solchen Notfall dringend eine Notfallnummer geben muss. Es muss nicht immer die Bank schuld sein. Auch der Kunde kann mal einen Ring verlieren, kann hineinfallen oder einen Zettel, der wo hineinfällt. Dann ist das Geld ja auch gesperrt. Aber für diese Situation, gerade am Wochenende, gibt es keinenfalls eine Notfallnummer. Und das ist eine sehr schwache Leistung. Thomas Stumbeck hat sein Geld wieder. Aber bis heute nichts weiter von der Bank gehört, erklärt er uns. Keine Entschuldigung, kein Angebot einer Wiedergutmachung. Die will er auch nicht, sagt er. Stattdessen solle die Bank lieber in neue Automaten und eine Notfallhotline investieren.